Hallo, wir sind Geeks Live Luxemburg. Wir sind hier auf dem Stand von Final Fantasy 14 Online. Wir sitzen hier mit. Hi, ich bin Linda. Ich bin ein Community Ambassador und bin dann öfter mal auf Messen für Final Fantasy 14. Was können Sie uns über Final Fantasy 14 erzählen? Naja, wie du schon meintest, Final Fantasy 14 ist ein Online-Titel. Das heißt, es ist ein MMORPG. Es ist eine schöne große Welt, in der du als Krieger des Lichts versuchst, Eorzea, was die Welt ist, in der du dich befindest, zu bewahren vor dem Bösen. Wie viele Spieler sind im Moment aktiv bei Final Fantasy Online? Im Moment haben wir 8 Millionen registrierte aktive Spieler. Es wächst halt stetig. Vor ein paar Jahren war es ein bisschen weniger und es wird immer mehr zum Glück. Was ist die Story, die im Grunde dort agiert? Also, wie ich schon meinte, du bist halt der Krieger des Lichts. Das heißt, du wurdest vom Echo auserwählt und gesegnet. Und deine Aufgabe ist es, den Frieden in Eorzea zu bewahren. Die Welt wird immer wieder von verschiedenen Mächten bedroht, unter anderem von den Primae. Das sind große, aus vielen anderen Titeln von Final Fantasy kennt man sie unter anderem als Summons zum Beispiel, bedroht. Das wäre zum Beispiel Ifrit, Titan, Shiva, so als gängige Titel, die man kennt aus den anderen Titeln. Unter anderem gibt es noch die Bedrohung durch die Mächte der Finsternis. Das sind die Ascians im Fall von Final Fantasy XIV, die auch immer wieder Einfluss auf verschiedene Stadtstädte nehmen und da die führenden Personen quasi beeinflussen und versuchen, den Frieden in Eorzea zu zerstören und die Welt ins Chaos zu stürzen. Was ist mit den letzten Updates dazugekommen? Also von Anfang an gab es einzelne Primal-Kämpfe, das sind halt sind einzelne Bosskämpfe, die sehr groß und immer sehr episch sind. Dungeons gibt es auch schon quasi immer. Und jetzt gerade im neuesten Update kam der Palast der Toten dazu. Der Palast der Toten ist quasi nochmal ein Spiel im Spiel. Es ist ein Dungeon Run, den man macht. Und egal mit welchem Level, welches Level du als Krieger des Lichts hast, du fängst wieder auf Level 1 an, im ersten Flur. Und erklimmst dann quasi mit deiner Gruppe zusammen, langsam Flur für Flur und levelst innerhalb des Palastes der Toten weiter auf. Die Level trägst du dann nicht weiter in die äußere Welt, sondern du behältst sie da. Du hast dann auch spezielles Equipment, was du nur in diesem Dungeon, in diesem Palast der Toten aufwerten kannst. Was für Events stehen noch an für Final Fantasy XIV? Also wir sind häufiger mal auf deutschen Cons auch vertreten, wie auch hier auf der Animagic. Mit einem etwas kleineren Stand. Sehr bald, nächstes Jahr im Februar, wird es in Deutschland ein riesiges Fanfest geben. Das ist ein exklusives Event, nur für Final Fantasy XIV. Es gab es letztes Jahr schon einmal, das hat letztes Jahr aber in London stattgefunden. Und jetzt will quasi das Team von Final Fantasy XIV auch den deutschen Fans quasi den Heimvorteil bieten, das einmal in deutschen Gefilden stattfinden zu lassen. Und wir freuen uns natürlich alle schon super drauf. Es wird super spannend. Es wird Minispiele geben, tolle, tolle Cosplayer, Wettbewerbe und so weiter. Und es wird schon echt, es wird richtig, richtig cool. Hier auf der Animagic, was bieten Sie hier am Stand an? Also hier am Stand bei uns können die Leute einfach selber das Spiel in aller Ruhe anzocken. Wir haben hier die Vollversion. Sie können sich einen eigenen Charakter erstellen oder einen der vorhandenen Charaktere einfach ein bisschen anspielen. Wir verteilen wie immer Free Trials, dass die Leute zu Hause kostenlos eine Testversion haben, können dann 14 Tage bis Level 35 spielen. Das heißt, sie können sich schon die ersten Dungeons angucken und haben einen tieferen Einblick in die Welt. Außerdem verteilen wir Poster und an aktive Spieler haben wir wie immer auch nochmal so ein kleines Extra-Goodie, verteilen wir nochmal coole Battlemaster-Shirts, die man ursprünglich auf der Gamescom gewinnen konnte. Animagic, wie gefällt Ihnen diese Con bis jetzt? Animagic ist wie immer schön. Also es ist super voll hier drin. Die Leute sind einfach super angenehm und lieb. Einige Leute sind sehr, sehr schüchtern. Aber es ist einfach schön. Die Leute freuen sich, wenn sie ein Poster mitnehmen können, sind einfach immer begeistert. Das sind einfach diese Die-Hard-Fans. Das sind die Leute, die einfach mit dem Herzen dabei sind. Und es gibt nichts Schöneres, als mit diesen Leuten in Kontakt zu sein. Sind Sie selbst Spieler bei Final Fantasy Online? Ja, genau. Ich bin auch selber Spieler, wie die meisten Leute, die bei 14 immer am Stand arbeiten. Ich bin, wie gesagt, Community Ambassador. Das heißt, ich spiele so meine 4-5 Stunden am Tag. und kann dadurch den Leuten einfach auch ein bisschen mehr erzählen, wenn jemand wirklich Fragen hat, im Vergleich zu einem, in Anführungszeichen, normalen Promoter. Final Fantasy Online ist eine MMO. Ist es ein Free-to-Play oder ist es etwas, das kostet? Final Fantasy 14 ist kostenpflichtig.
Es beläuft sich auf ungefähr 11 bis 13 Euro alle einmal im Monat. Ich sage vielen Dank für das Interview und für die Zeit. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns bestimmt hoffentlich bald wieder. Danke. Sometimes it's a tiny, sometimes it's a tiny. You don't even know what you would hold. Together, put together, see the world, cause it, but now it's a tiny.